Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, eurer Baba Yaga. Ich habe wieder einige coole Custom Designs gefunden, die ich euch zeigen möchte. Und für alle, die es nicht wissen, die Custom Designs könnt ihr am Designportal in der Schneiderei runterladen. Dafür braucht ihr aber offensichtlich erst einmal die Schneiderei und ihr braucht auch die Nintendo-Mitgliedschaft, damit ihr euch mit dem Internet verbinden könnt. Und dann starten wir auch direkt einmal mit dem ersten Ersteller oder der ersten Erstellerin. Und da habe ich euch ja in meinem letzten Teil schon von diesen Koi-Karpfen erzählt, dass ich da noch was habe, was viel besser aussieht. Und das ist auf jeden Fall das hier. Ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus und super realistisch. Außerdem gefällt mir auch dieses Holzdeck. Das sieht halt so ein bisschen anders aus als die anderen, die man so kennt, mit zum Beispiel diesem Steinfundament. Und da sind auch noch viele, viele weitere coole Designs. Verschiedene Fliesen oder das könnt ihr auch als Tapeten verwenden. Und was ich auch richtig cool finde, sind zum Beispiel diese Glasscheiben, die man super für Verkaufswände benutzen kann. Und dann kann man das zum Beispiel, wenn man sich ein Gartencenter baut, das als Trennwand nehmen oder sich das auch zum Beispiel zu Hause an die Wand als Fenster hängen. Und dann gibt es, wie gesagt, hier auch noch ganz viele andere schöne Designs, wie halt die Fliesen oder auch diesen Erdbeerkuchen. Ich denke mal, ihr habt da schon gesehen, dass man, wenn man die Custom Designs auf Hüte tut, dass es dann halt so ein bisschen aussieht, als wäre das eine Torte, die auf einem Tortenteller steht. Also dafür eignet sich zum Beispiel auch dieses Erdbeerkuchen-Design. Und von dem nächsten Ersteller haben wir hier mal wieder einen Stone Circle. Ich habe euch ja in meinen letzten beiden beste Custom Designs Videos auch Stone Circle gezeigt. Was hier aber das Besondere ist, ist, dass der nicht zentriert ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Brunnen habt, dann, weil die ja auch nicht zentriert sind, könnt ihr das da drunter legen und dann steht der Brunnen genau auf dem Kreis, was ja normalerweise nicht ist, wenn man die zentrierten nimmt. Und ja, das war anscheinend ein Problem in der Community und das hat dieser Ersteller auf jeden Fall gelöst. Dann sind wir auch wieder bei Wegen. Ich fand hier diese Wege wunderschön. Da hat man wirklich eine riesige Auswahl an verschiedenen Formen, Größen und Schrägen und vor allen Dingen halt auch Steine, wo dazwischen zum Beispiel Blumen wachsen oder Pilze wachsen. Man kann da wirklich voll die schönen Flächen mitmachen, die halt auch abwechslungsreich aussehen, dadurch, dass man halt immer wieder verschiedene Sachen zwischen den Steinen hat. Die Ränder sind auch sehr schön, die dann halt sich so wunderschön in das Gras dann einblenden. Man kann natürlich auch nur die Kleeblätter nehmen, man kann natürlich auch die ganz normalen Steine nehmen, das, was einem am besten gefällt. Und der Ersteller hat wie die meisten auch noch andere coole Designs dazwischen. Aber was mir halt besonders gefällt, sind hier diese Steinwege, weil die halt wirklich ein richtig cooles Design ergeben können. Ich habe in letzter Zeit so Blumenpatches für mich entdeckt, weil das halt einfach das langweilige Gras nochmal ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Und da bin ich immer wieder auf der Suche nach coolen Blumendesigns für den Boden, dass das halt irgendwo realistisch, aber halt auch schön bunt und abwechslungsreich aussieht. Und vor allen Dingen, dass das halt auch zu meiner Insel passt. Da hat ja jeder verschiedene Geschmäcker und jeder erstellt andere Blumen. Ich hatte selber welche, aber die passen meiner Meinung nach nicht mehr zu meiner Insel. Und deswegen schaue ich immer mal wieder, was so andere erstellt haben. Und von dieser Erstellerin gefallen mir die Blumendesigns besonders gut. Vor allen Dingen die, wo man von oben drauf guckt, weil ich das irgendwie ein bisschen realistischer finde, als jetzt von der Seite drauf zu schauen. Aber da gibt es auch verschiedene Farben und da unterscheiden sich ja auch die Geschmäcker. Also wenn euch die von der Seite besser gefallen, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Und auch diese Steinpatches finde ich ganz süß. Und ja, da kann man sich dann, wie gesagt, einfach das aussuchen, was einem am besten gefällt. Und hier ist dann so ein Ratternteppich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich weiß nicht genau, ob man das Rattern nennt, aber ich meine, ihr könnt ja erkennen, was das sein soll. Das finde ich auch ganz cool. Also einmal in der runden Version, aber auch in der eckigen Version, um auch nochmal ein bisschen mehr Abwechslung auf seine Insel zu bringen. Das sieht super schön am Strand aus. Das sieht auch super schön irgendwie in so einer Garten- oder Picknick-Ecke aus. Also da kann man auch seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das finde ich ist auch auf jeden Fall super, super schön gestaltet, das Design. Was ich auch mega cool fand, als ich das entdeckt habe, waren diese Designs. Und zwar passen die perfekt zu den Aufgängen. Also ihr habt ja zum Beispiel diesen Baumstammaufgang oder auch diesen weißen Holzaufgang. Und da gibt es dann oben auf dem Plateau immer nochmal so ein zwei Block breiten, ja so ein breites Brett, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist quasi daran angelehnt und sieht dem wirklich sehr, sehr ähnlich. Und dann kann man quasi den Treppenaufgang
diesen Holzsteg weiterführen. Und ich finde, das sieht richtig cool aus. Das sieht auch richtig nice aus, zum Beispiel zu einem Leuchtturm oder zu so einer waldlichen Ecke, wenn man den Baumstammaufgang hat. Und die passen halt meiner Meinung nach wirklich richtig gut zu den Aufgängen. Also das war zumindest das, was dem am ähnlichsten sah, was ich entdeckt habe bis jetzt. Kann natürlich noch mal was Besseres kommen, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig nice aus und da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Dann sind wir hier auch wieder bei diesem Ersteller oder dieser Erstellerin. Die hat auch super coole Bodendesigns. Also ich finde, die sehen schon mal ganz nice aus. Irgendwie dieses Marmor und Antike. Ja, sieht auf jeden Fall sehr teuer aus. Und was mir aber besonders gefällt, sind diese durchsichtigen Designs. Das sind nämlich Sachen, die man quasi über die normalen Wege drüber legen kann, um die Wege nochmal so ein bisschen besser zu gestalten, um zum Beispiel die Ränder von den Wegen schöner zu gestalten. Und vor allen Dingen auch, wenn man zum Beispiel einen Marktplatz oder allgemein so eine größere Fläche hat, dann kann man damit wirklich das alles so ein bisschen umranden, ein bisschen abwechslungsreicher und schöner gestalten. Ich finde das wirklich sehr schön. Da braucht man natürlich auch mehrere Designs dafür, also von dem Set, damit das dann ein schönes Gesamtergebnis ergibt. Heißt, man braucht auch viele Slots frei. Ich würde das sehr gerne machen. Ich habe da auch wirklich richtig coole Sachen gesehen. Aber ich muss noch schauen, wie das mit dem Platz aussieht. Aber da gibt es auf jeden Fall einmal in Grau, in Grün, in so Beige, was halt wirklich zu den verschiedenen Bodendesigns halt auch passt. Und das finde ich halt mega nice. Es ist eigentlich ein super einfaches Design, aber das macht wirklich so viel her. Ich würde mir wünschen, dass ich auf jeden Fall noch Platz dafür habe später auf meiner Insel beziehungsweise in meinen Slots. Dieser Ersteller hat auch wieder coole Verkaufsstanddesigns gemacht, wenn man zum Beispiel Obstverkaufsstände machen möchte. Die Bodendesigns finde ich auch sehr cool. Die sehen auch wirklich sehr dreidimensional und realistisch aus. Dann zum Beispiel auch diese Steinfliesen finde ich auch sehr schön. Und was mir natürlich auch immer besonders gefällt, sind so Wegdesigns, die so ja sich einblenden in das Gras zum Beispiel oder je nachdem, was man drunter hat. Und da gibt es hier auch nochmal so ein Set, was ich auch wieder super cool finde. Sowas ähnliches habe ich euch aber ja auch schon mal in dem ersten Teil davon gezeigt. Und beim Thema Verkaufsstände fand ich auch dieses Design richtig cool. Das ist so, ja, Lace, also so spitzenmäßig. Wenn man das dann auf den Verkaufsstand drauf macht, dann ist der Rand auch durchsichtig. Das sieht dann halt so aus, als würde es da runterhängen. Finde ich wirklich sehr hübsch, kann man auch sehr viel mitmachen. Und deswegen wollte ich euch das auch zeigen. So, dann sind wir einmal hier bei dieser Designerin. Sie hat auch verschiedene Bodendesigns gemacht. Da könnt ihr euch auch natürlich das aussuchen, was euch am besten gefällt. Aber was mir besonders gefällt, sind diese Plaza Bricks. Also sie hat quasi einmal diese Plaza Steine kopiert, damit man den Rathausplatz zum Beispiel nochmal vergrößern kann. Oder wenn man zwischen Flughafen und Rathausplatz nur sehr wenig Platz hat, dann irgendwie das ausfüllen kann, dass man da nicht irgendwie was Komisches hinbasteln muss, was dann vielleicht nicht so gut aussieht. Und was ich besonders cool finde, sind diese Plaza-Stufen, die sie gemacht hat. Also es sieht wirklich so aus, wenn man das auf dem Boden verteilt, wie so Treppenstufen, die dann auf den Rathausplatz führen. Also auch wirklich ein perfekter Übergang, wenn man, wie gesagt, wenig Platz hat zwischen Flughafen und Rathausplatz oder halt auch allgemein, wenn man den Rathausplatz nochmal ein bisschen erweitern möchte und dann quasi kann man das auslegen und davor die Reihe mit diesen Stufen gestalten. Dann sieht das so aus, als würde man da erstmal drauf gehen und dann quasi die letzte Reihe bis zum Rathausplatz auch nochmal mit den Stufen gestalten, als würde man noch eine Ebene nach oben gehen. Da gibt es wirklich viele verschiedene Ideen und was mir auch gut gefallen hat, ist einmal dieses Schild, was bedeutet, dass man halt eine Treppe braucht. Das finde ich halt auch ganz cool, wenn man jetzt zu wenig Aufgänge hat und dann irgendwelche coolen Ecken hat, die man dann nur mit der Treppe erreichen kann, aber das dann leicht übersehen werden könnte, finde ich auch eine sehr, sehr coole Idee. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch, bei ihr vorbeizuschauen. So, dann sind wir auch mal wieder bei noch weiteren Wegen. Da hat ja jeder einen anderen Geschmack, deswegen versuche ich so viele verschiedene schöne Wege wie möglich zu zeigen, dass so jeder seine Farbe, seinen Stil, sein Design finden kann. Da finde ich, ist auch hier wieder richtig coole Arbeit geleistet worden. Halt auch einmal wieder dieses
einblenden mit den Randsteinen, dass das dann halt nicht so blockmäßig aussieht. Dann, dass es verschiedene Farben gibt. Und das ist jetzt nicht ganz so dreidimensional wie das, was wir eben gesehen haben. Aber es sieht trotzdem noch sehr gut aus und halt auch noch irgendwo realistisch. Dann gibt es auch so ja eher sporadisch verteilte Wegpatches, die man sich verteilen kann. Dann zum Beispiel auch hier noch mit so Blumen daneben. Da kann man wirklich dann die Insel abwechslungsreich gestalten, wie ich das ja immer sage. Und auch verschiedene von diesen Holzdesigns, also wirklich alles Mögliche, was man brauchen könnte. Wie zum Beispiel noch solche Picknickdecken oder auch wieder so Kirschblüten. Das sind auch meiner Meinung nach wieder die besten. Also die ich letztes Mal gezeigt habe, fand ich auch schon am besten, wenn man nur die Kirschblätter haben möchte. Aber was ich an denen gut finde, ist, dass die halt noch diese Blumen haben. Ich benutze das noch als so normale Blumenpatches, wie ich das eben schon erzählt habe. Also auch wieder wirklich viel, viel coole Auswahl. Und hier haben wir wieder ganz, ganz viele Bilddesigns, vor allen Dingen auch hier einmal diesen Verkaufsstanddesign, aber vor allen Dingen halt, wie gesagt, diese Bilddesigns, da gibt es ganz viele Persönlichkeiten, ganz viele Tiere und Motive, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Also wenn man sein Haus mit mehr Kunst füllen möchte, gibt es übrigens auch ein Museum aus Amerika, wo man dann quasi die Bilder sich für Animal Crossing auch runterladen kann. Aber wenn man das dann nicht machen möchte oder einem die Sachen nicht gefallen und hier einem eher was gefällt, kann man natürlich lieber das nehmen. Was mir immer besonders gefällt, sind hier diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, biologischen Bilder, keine Ahnung, das kennt man ja, aber die sind ja immer so ein bisschen so retro-vintage mit verschiedenen Vögeln, Insekten, Pflanzen. Das gefällt mir immer auch privat sehr gut und deswegen gefällt mir das hier natürlich auch sehr gut. Und ja, natürlich nicht nur die verschiedenen Gesichter, sondern auch noch andere Motive. Also auch einfach wieder eine riesige Auswahl an Designs, die man sich aussuchen kann. So, das war auf jeden Fall dann der dritte Teil von den besten Custom Designs. Also ich finde das wirklich krass, wie ich das jedes Mal sage, was man alles mit den Custom Designs hinkriegen kann. Vor allen Dingen, wie man mit so einem Pixel Design auch teilweise so wirklich dreidimensionale Bilder hinkriegt. Deswegen suche ich immer die besten Sachen raus und zeige die euch auch. Da könnt ihr euch viele Inspirationen holen, immer wieder austauschen, ausprobieren, wenn ihr was Besseres findet. Also da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, wofür man das auch verwenden kann. Ich finde, das ist ein richtig cooles Feature, um seine Insel nochmal individueller und abwechslungsreicher zu gestalten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch mit den Videos wieder weiterhelfen kann und dann hoffe ich, dass wir uns in einem anderen Video von mir wiedersehen.